So, moin moin. Ich nehme euch heute mal mit und zeige euch einfach mal ein bisschen das Gelände hier und wo was steht und welche Besonderheiten es in Bolivien gibt, zwecks Mülltrennung und Entsorgung. Genau. Also, ihr seht hier das Eingangstor. Ihr seid höchstwahrscheinlich reingekommen. Dann seht ihr hier das Konsultario, der Warteraum, ist gut besetzt heute. Da oben, wo es leuchtet, da ist das Technikerlabor. So, wenn wir jetzt hier weitergehen, sind zwei wichtige Räumlichkeiten. Das ist einmal Doña Adelas Küche, wo ihr kulinarisch mittags und abends verwöhnt werdet. Und hier ist die Tür zur Praxis. Ja, jeder Arbeitstag ist irgendwann vorbei. Und wenn dieser vorbei ist, geht es zu eurer Unterkunft. Geht einmal die Treppe hoch. Durch die Tür und schon stehen wir im Gemeinschaftsraum. Hier wird abends noch Wein getrunken oder Wasser oder Cola oder Bier. Hier kann man sich auch mal in der Mittagspause entspannen auf den Sofas. Genau, was gibt es zur Wohnung zu sagen? Wir haben hier im Endeffekt drei Wohnräume. Das ist einmal der hier, einmal der hier und einmal der mit zwei Einzelbetten. Wir haben das Bad. Das Bad mit warmem Wasser, so lange es dem Vortag sonnig war, weil der Wärmetauscher mit Solarenergie funktioniert. Und wenn es vorher geregnet hat, dann könnte es frisch werden, aber das ist eher selten der Fall. Wir haben hier eine normale Toilette. Die Besonderheit bei der Toilette ist, dass das Toilettenpapier nicht in die Toilette kommt, sondern zusammengefaltet in den Mülleimer. Und wie das dann zu entsorgen ist, zeige ich euch gleich noch. In dem Schrank ist ein Sammelsurium aus Literatur, Tee, Zutaten, Gewürzen, Geschirr von allen Vorgängern. Guckt hier gern durch, ob was für euch dabei ist und ja, scheut euch nicht, euch am Tee zu bedienen. Genau, hier ist ein sogenannter Trinkwasserspender. Da steht noch einer davon in der Praxis unten. Der ist jetzt voll. Sollte der mal leer sein, einfach bei Doña Adela Bescheid sagen. Da gibt es für 12 Bolivianos einen neuen. Der wird dann angeliefert und montiert. Genau, hier ist die Küche. Küche mit Kühlschrank. Wir haben einen Gasherd. Der Gasherd steht hier draußen auf dem kleinen Balkon. Hier ist übrigens der Biomüll. Ups. Genau. Immer darauf achten, dass wenn ihr kocht, das Teil geöffnet wird und wenn ihr gekocht habt, das Gas wieder geschlossen wird. In dem Fall ist geschlossen. Sehr. Ich kann es nicht genau lesen. Egal. Wenn zu ist es zu. Genau. Ja, gespült wird hier per Hand. Das sollte aber nicht das Problem darstellen. Ja, genau. Was gibt es noch zu. Ach ja, genau. Hier gibt es so viel frisches Obst und Gemüse, also tendenziell eher Obst. Wir haben hier einen Mixer. Benutzt ihn gerne. Er ist gut in Schuss, er funktioniert und macht wunderbare Smoothies. Genau. So, genau. Irgendwann ist der Mülleimer mit dem Toilettenpapier voll. Ich zeige euch, wie das geregelt wird. Dann geht es nämlich hier raus, wieder die Treppe runter. Und dann geht es in den Garten. Heute ist ein bisschen regnerisch. Normalerweise scheint ja die Sonne fast den ganzen Tag. Ab und zu gewittert es abends mal, aber wir hatten ja fast nur Sonne. Genau. Hier ist übrigens die Wäscheleine. Die Waschmaschine zeige ich euch gleich noch. Die kann frei genutzt werden. So, hier ist es gerade ein bisschen matschig, aber für euch gehe ich hier durch. So. Genau, ihr seht da hinten diesen Ofen.
oder die Feuerstelle oder was auch immer. Da wird das Toilettenpapier ja, reingeschüttet, am besten ohne Plastikbeutel. Und danach angebrannt. Das müsst ihr übernehmen. Einfach rein, anbrennen und das Zeug ist weg. Hier seht ihr noch den Biomüll. Wenn der oben mal voll ist, versuchen, den hier runterzubringen und hier zu entsorgen. Genau. Ja, die Wäscheleine habt ihr ja gesehen. Da steht noch ein Eimer mit Klammern. Ich zeige euch nochmal die Waschmaschine dazu. Zack. Die Waschmaschine steht nämlich in der Praxis. So. Füße abtreten. So, in der Praxis, sorry, steht hier die Waschmaschine im normalen Zustand aus. Wenn ihr sie benutzen wollt, müsst ihr einfach den Wasserhahn hier hinten aufdrehen, das Teil hier anschalten, dann ist die Grundeinstellung. Ich drücke einfach immer einmal hier drauf, dann seht ihr hier die 49. Genau, packt eure Wäsche rein, macht den Wasserhahn auf und hier im Röntgenraum ist auch noch genügend Waschpulver da, das könnt ihr gerne benutzen. Einfach ein bisschen in die Waschmaschine geben, zumachen und den Startknopf drücken. Und dann geht das scharf. Genau, dauert immer ein bisschen länger und ja, ist dann irgendwann fertig. Bitte nicht vergessen, den Wasserhahn wieder zuzumachen. Die Waschmaschine schaltet sich dann von alleine ab und ja, mehr gibt es nicht zu beachten. So, wieder raus aus der Praxis. Ein was fällt mir noch ein. Ihr habt oben die schwarzen Müllsäcke. Die kommen und das Labor in diese Tür hier rein, werden einmal die Woche abgeholt. Das müsst ihr dann immer mit der Donja absprechen, wenn ihr die hochtragen müsst, weil das Problem mit den Hunden, wenn ihr sie zu früh hochtragt, zerfleischen die Hunde die Säcke und wenn ihr sie zu spät hochtragt, werden sie nicht mehr mitgenommen und dasselbe passiert. Genau. Plastikflaschen aller Art kommen hier rein. Bierdosen und ähnliches können gerne Donja oder Will gegeben werden, denn die können hier noch auf den Wertstoffhof gebracht werden. Genau. So. Ihr seht, es fängt gerade wieder ein bisschen mehr an zu regnen. Und ja, das meiste ist erklärt. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, Eckart ist immer auf Abruf, e-mail-technisch und Donja und Will werden euch auch sicherlich gerne helfen. Bis später.